Damit ein herzliches Willkommen zur Season Nummer 5 in unserer F1 23 mit Team Gary mit Audi. Wir sind frisch gebackener Konstrukteurs- und Fahrerweltmeister und das Ziel in Season 5 ist ganz klar, wir müssen das verteidigen und dann freue ich mich auf die allerletzte Season 6, bevor wir dann ein neues Projekt hier starten. 5,4 Kilometer, 3 DRS-Zonen und eine Strecke, die eigentlich ziemlich cool ist und die ein perfekter Opener ist. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch im Laufe dieser Season meinen Kalender zeigen. Da freue ich mich auch persönlich drauf. Ich habe wieder alte Klassiker mit reingeholt, bevor wir dann in der letzten Season noch einmal den legendären Kalender fahren. Jetzt geht's los, unser finaler Run. Eine Minute 20 vor Schluss. Die Mercedes schauen sehr stark aus. Mal schauen, ob wir die beiden sprengen oder vielleicht sogar dominieren können. Let's go aus der ersten Kurve raus mit 4 Zehntel plus. Was habe ich hier bitte falsch gemacht oder vorhin richtig gemacht? Ich hoffe, die Zeit kann ich noch all in all finden. Es sind knappe 43.000 oder so, die mir auf die Bestzeit fehlen. Und da konnte ich jetzt viel Zeit gut machen beim Runterfahren von diesem Berg. Allerdings wieder ein bisschen was verloren. Ja, es ist ein Auf und ein Ab. Das Feld ist unfassbar eng beieinander. Also wir sind da wirklich alle gleich auf. Und das möchte ich euch auf jeden Fall nachher. Guckt bei der Startumstellung dann auf jeden Fall auf die Abstände. Denn nach diesem Qualifying werden die Top 10 innerhalb von 3 Zehntel sein und alle innerhalb von einer Sekunde bis zum 14. Platz oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr knapp. Jetzt sind wir wirklich ganz knapp dran und schreiben fast wieder grüne Zahlen hier. Tatsächlich, grüner Sektor. Ich brauche hier einen guten Exit. Purple Mittelsektor. Das hätte ich nicht geglaubt nach dem grottigen ersten Sektor. Und da finden wir die magischen 50.000. Jetzt sind sogar 60.000. Mal schauen, wie der Exit aus der letzten Kurve wird und dann müsste es hoffentlich reichen. Der war jetzt eher semi-gut mit 45.000. Mal gucken, wo wir im Rennen starten werden. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da und gucken wir die Pole Position, Leute. Gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal die Startausstellung an. Oh yes! Wir machen dabei eine Tour aufgehört. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Russell, Sainz, Verstappen, Ocon, Senna, Gasly, Stroll, Bottas, Norris, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Drugovic, Doohan, Magnussen, Liam Lawson, De Vries, Joe, Albon und Logan Sargeant. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Wie ihr vermutlich gesehen habt, ist Ayrton Senna unser neuer Teamkollege. Ich freue mich megamäßig drauf. Aber jetzt mal Lights out und let's go. Traktionskontrolle, Mittel, selbst schalten, selbst bremsen. Und wir sind die einzigen, die hier den gelben Reifen gewählt haben. Yuki den weißen, der hat einen ähnlich guten Start wie wir. Aber der Rest irgendwie richtig grottig weggekommen. Hat da irgendwas auf sich? Also was ist da los? Ist unser Auto wirklich so stark? Die Erneuerung der Season auf jeden Fall mal. Wir haben einen Ferrari-Motor jetzt im Heck drinnen. Und wir werden auch mit einem neuen Hot- bzw. Titelsponsor an den Start gehen. Sprich, wir werden noch mehr Geld bekommen. Das Ding ist halt auch, wir haben fast alles ausgeschöpft. Also ich habe 13.000 Ressourcenpunkte. Ich muss wirklich auf eine Regeländerung hoffen, dass wir da näher drankommen. Yuki mit dem weißen Reifen, sehr konservativ. Ob das klappen wird, ist natürlich jetzt mal fraglich. Das Gute für uns ist, dass ich Yuki auf den zweiten Platz halten konnte, weswegen ich so ein bisschen hoffe, dass ich, wenn ich das nicht allzu blöd anstelle, ja, mich ein bisschen abseilen kann, bis dann Yuki von den ersten Gegnern überholt wird, denn das ist diese oder nächste Runde, aber spätestens wo DRS aktiviert ist. Och Mann, nein, das war so schlecht. Ich komme auf diesen Curb drauf beim Exit. Und da ist Yuki wieder auf bis eine Zehntel an uns dran gefahren. Der Junge, der ist wirklich saustark und vor allem schaut die Mercedes unfassbar gut aus. Also dass das, diese Season, und da quetscht sich Russell bereits in der ersten Runde an seinem Teamkollegen vorbei. Yuki macht zwar den Switchback, aber das wird nicht mehr lang gut gehen. George will vorbei, gucken wir uns mal die Start-Replay an. So ist es. Und unser Teamkollege da wirklich weit hinten. Oh, der McLaren ist gestanden. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut.
Aber auch, dass Ayrton Senna etwas schlechter weggekommen ist, ist natürlich enttäuschend. Wir schauen ein bisschen aus wie diese Speziallackierung von Ferrari, fällt mir gerade so auf. Aber das war absolut nicht mein Ziel. Ich habe so ein bisschen dieses neongelbliche Grün probiert mit einzubauen. Ich hoffe, euch gefällt das neue Design. Auch Silber, Schwarz und natürlich auch klassisch dieses orangeliche Rot, das ja auch den Audi ausmacht. Jetzt kann ich natürlich auch mich freuen, denn Audi kommt ja voraussichtlich jetzt doch wieder in die Formel 1, denn es war ja auch zwischenzeitlich mal ja so, dass sie vielleicht nicht kommen. Jetzt können wir sagen, sie kommen und das wird sehr, 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 sehr cool werden. Aber jetzt mal zurück hier zum Renngeschehen. Zweimal Purple, aber ich darf absolut nicht vergessen, wer hinter mir ist. Es ist George Russell, er hat geschlagen und bis dann jetzt sein Teamkollege Yuki, der ist schon fast 2 Sekunden hinten. Also da brauchen wir uns vorerst mal keine Sorgen machen. Vielleicht wird der aber zum Schluss etwas besser. Der Exit aus der letzten Kurve war jetzt eher nicht so gut. Wir sind Ende dritter Runde und falls ihr euch gewundert habt, das war wirklich ein unabsichtlicher Perfect Cut, denn wir waren ja Ende zweiter Runde und dann ab dem Cut, da kam dann Ende dritter Runde. Das war, ja, das war unbeabsichtigt. Aber, mal hier, zur Erklärung würde ich mal sagen. Denn das wird heute kein einfaches Rennen, auch wenn es bis jetzt so aussieht, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Yuki zum Schluss oder auch Russell, beziehungsweise der Carlos Sainz, der den gleichen Motor im Heck hat wie wir, die werden mir ordentlich aufleiern und lauern. Und vor allem Russell, der macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und da heißt wirklich, keine Fehler machen. Das kann so schnell passieren hier. Einen dummen, zu früh Gasgeber, ein Rutscher zu viel und ja, er ist da. Das kann alles passieren hier leider. Was sagt ihr jetzt zur aktuellen Season? Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback geben würdet. Neues Design, neue Fahrer, Paarung und vor allem auch ein neuer Kalender. Wie gesagt, es wird unter anderem wieder extrem viele Rennen geben. Wir werden Portugal das Saisonfinale haben und es wird auch Monaco bzw. Saudi-Arabien in den Kalender zurückkommen. Aber es muss noch andere Rennen weichen, denn es sind 16 Runden, eine 16 Rennen-Season, bevor wir dann in der finalen Season 6 noch einmal den großen 23-Runden-Kalender nehmen, mit unter anderem natürlich der kompletten Palette am aktuellen Kalender. 14 sind wir nur noch vorne, auch eins fällt mir auf jeden Fall auf, wenn Tsunoda die Pace wirklich aufrecht halten kann, ist der heute echt ein Kandidat fürs Podium, auch wenn es jetzt aktuell nicht so wirkt, aber wenn der dann am Schluss auf die Roten geht, kann der da tatsächlich was machen, außer er macht da wirklich eine Scheiße und geht da irgendwie auf die Gelben oder so. Das ist natürlich dann absolut eine dumme Idee gewesen, aber Yuki jetzt wieder einen Platz nach unten gefallen, ja, aber auch Russell, der kann ich irgendwie nicht abschütteln. Runde Nummer 7, Russell noch immer noch 7 Zehntel hinter uns, grün im ersten Sektor, Exit war okay, aber wieder gerutscht. Jetzt kommt hinten der Russell wieder angeschossen, das ist so eng hier beieinander, man merkt wirklich die Pace vom Mittelfeld, man merkt wirklich auch, dass das komplette Feld so enge Abstände hat, also du kannst da wirklich kaum durchschnaufen, ohne mal irgendwie nach hinten blicken zu müssen, ob da nicht wirklich wieder wer kommt. Ein Rutscher, ein blöder kleiner Fehler und da sind wieder 2-3 Zehntel weg und der drückt er wieder an. So, jetzt doch mal ein bisschen durchschnaufen. 9. Runde, Leute. Wir sind jetzt 1,3 Sekunden von Russell weg. Ich denke mal, allmählich werden auch die roten Reifen in die Knie gehen. Auch wenn ich hier mit dem kleinen Rutscher wieder direkt ein paar Tausendstel verloren habe. Gelbe Flagge da hinten hat es anscheinend jemanden aufgestellt. Und das ist die rote Flagge. Ist das gut oder schlecht für uns? Ist die zu früh da? Ich weiß nicht genau, weil 11 und mit dem roten Reifen durchhalten, das wird eine unfassbare Mammutaufgabe. Aber wenn ich jetzt auf die weißen gehe, ist das natürlich jetzt gefundenes Fressen, meine Konkurrenz. Also ich muss, denke ich mal, hier auf Risk gehen und auf Rot gehen. Wir gucken uns aber mal an, was da jetzt passiert ist. Und das ist Yuki Tsunoda. Ich habe den Dude noch gelobt. Ich habe ihn noch gelobt und jetzt hat er sich da eingebaut und weggespinnt. Kann natürlich passieren, aber natürlich ist das ganz, ganz bitter für Mercedes, die heute wirklich eine starke Pace hat. Jetzt hier im Restart werden wir unseren ersten Platz behaupten können. Wird das mit den roten Reifen reichen? Jetzt geht's mal los.
Let's go, unser Start viel besser mit den von den Jungs mit den gelben Reifen. Wir konnten da direkt ein kleine Gap rausfahren, aber ob das dann tatsächlich reichen wird, oh mein Gott, ja, rutschig sind die Roten allemal auch. Und ob das wirklich ausreichen wird, es ist ein großes Rätsel, denn ich muss genauso viele Runden mit dem Roten aushalten wie mit dem Gelben, aber mit dem Gelben hatten wir keine Probleme. Natürlich wird auch der Sprit weniger, dadurch auch die Abnutzung. Ja, ich denke mal, das wird schon funktionieren. Aber am Ende hin, wenn ich mir kein Polster rausfahre, wird das auf jeden Fall ein enges Höschen gegen Max und gegen Sainz, aber auch gegen Russell, der hier weit jetzt abgeschlagen ist. Ist natürlich jetzt auch gut für uns, denn Russell war wirklich eine Klette, muss man sagen. Der war unfassbar mühsam. Aber warum der jetzt so weit hinten ist, das weiß ich persönlich auch nicht. Musste auf jeden Fall ein bisschen verkackt haben. Ja, Leute, es könnte heute ein tolles Märchen gewesen sein, dass wir hier durch diesen Boxenstopp, durch diese rote Flagge, den Free-Boxenstopp bekommen haben. Aber es muss natürlich jetzt auch mal erlangen, dass wir hier vorne bleiben. Denn es schaut auch aus, als ob die gelben Reifen teilweise schneller sind als wir mit dem roten. Ich habe mir natürlich das ERS ein bisschen aufgespart, weil ich auch noch auf die schnellste Rennrunde gornern will. Aber ja, jetzt mal letzte Kurve hier durch und der Max ist unheimlich schnell. Jetzt weiß ich auch, was die anderen meinen. Also der ist wirklich verdammt schnell und der wird nicht zu schnell nachgeben. Das muss ich leider, ja, da muss ich leider ein bisschen an meiner Pace zulegen. 3/4 Zehntel nur, das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Also jetzt aber mal in meiner vermeintlichen schnellsten Rennrunden Run muss ich das hier schaffen. Gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Und wir sehen natürlich das rechte vordere Auto. Wir kommen sehr, sehr gut weg. Also die Konkurrenz chancenlos. Der Red Bull Max ist von da ganz hinten gestartet. Der Mercedes hatte auch einen grottigen Start. Also generell viele, viele schlechte Starts. Und ja, Verstappen quetscht sich in der ersten Kurve irgendwie vom vierten Platz durch. Was für ein bombastischer Start. Hat nicht nur vom Cockpit so gewirkt, als ob die KI wirklich schlecht gestartet ist, sondern auch wenn ich da sehe, dass Verstappen von vierten und fünften Platz dann auch vorgezogen ist. Ja, auch so. Sainz hat jetzt aber Verstappen inzwischen. Wenn die ein bisschen weiterkämpfen würden, wäre das natürlich top. Aber ja, ich bin da sehr, sehr guter Dinge jetzt. Hier komme ich auf den Körper und nein. Das kann wirklich heute den Sieg kosten. So ein blöder Fehler. Das ist gar nicht gut. Aber die Reifen sind ja eigentlich eh noch in Ordnung. Aber du kommst auf diesen Curb, gibst ein bisschen zu früh Gas und schon ist es geschehen um dich. Und das sollte absolut nicht mehr passieren. Denn jetzt sind die wirklich im DRS-Fensterball. Also eine Zehntel trennt die da noch. Und das wird jetzt die eine oder andere Runde, wird das auf jeden Fall noch passieren. Wenn nicht sogar jetzt noch, jetzt wird es noch nicht ganz langen, aber da habe ich wirklich Schiss davon. Das war scheiße. Das war absolute Scheiße. Jetzt hier muss alles klappen. 1,2 wieder. Ja, der Fehler hier wieder beim Körb drüber gerattert. Jetzt kommt so ein bisschen der Pressure von hinten. Und schon ist es geschehen. 8 Zehntel nur noch Vorsprung. Warum die Dudes jetzt auf einmal so extrem schnell sind, lässt sich auf jeden Fall mit einer Sache beantworten, der Reifenunterschied, denn jetzt sind meine Reifen auf jeden Fall die schlechtere Choice und ihre Wahl die bessere. Und ja, 7 Zehntel in der 19. Runde, es sind nur noch 2 Runden, Gott sei Dank, und wir haben schon einmal die Start-Ziel-Geraden überlebt. Das wäre jetzt dann wirklich das letzte Mal Ende dieser Runde. Aber werde ich das übers Ziel retten können? Das wäre wirklich nur noch ein Retten auf den letzten Metern. Ich verstehe auch nicht, wo Senna ist. Das Auto ist wirklich fabelhaft. Jetzt hier kommt gleich doppelt angeschossen. Max Verstappen links, rechts und links. Dann auch noch Carlos Sainz Junior. In Turn 1 versuche ich mich hier irgendwie spät neben Verstappen zu setzen. Und es reicht gerade noch so, Leute. Das war wirklich haarscharf. Also viel, viel später hätte ich nicht mehr bremsen können, sonst wäre ich da wahrscheinlich neben die Strecke gekommen. Irgendwie habe ich es dann noch geschafft, mir den Platz zurückzuholen. So enge wollte ich das ehrlich gesagt nicht heute haben. Es wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, wenn ich da 11., 12. Runde auf Rot gehen hätte können. Dann hätte ich wahrscheinlich am Schluss keine Probleme gehabt. Doch hätte, wäre, wenn ein Rennen passiert halt mal und DRS und Force C, Safety Car und so weiter kann immer wieder passieren. 16. Runde, das war, by the way, mal hinter mir die Fights dazwischen
Sainzi und zwischen dem Max Verstappen, da wo sich vorerst mal dann Sainz durchgesetzt hat, dann wieder Verstappen. Da habe ich den Pömpel mitgenommen in Turn 1. Und dann jetzt hier Runde Nummer 19, Startziel. Ich werde hier attackiert, zupf ganz, ganz spät nach rüber. Ja, wollte da eigentlich Verstappen noch abcovern, aber der war schon viel zu nah dran. Ich kann da außen noch vorbeigehen, eben weil auch Verstappen innen probiert, mehr Schwung damit zu nehmen, den besseren Exit dann aus der ersten Kurve zu nehmen. Da war ich wirklich der Glückliche. Jetzt mit 8 Zehntel Vorsprung könnte das reichen. Und Verstappen bleibt da jetzt auch Zweiter vor Sainz. Russell nur Vierter, das ist schwach, denn er war wirklich gerade so die ersten 5-6 Runden wirklich stark. Wir gewinnen auch hier den Auftakt in Season Nummer 5, aber es ist eng, Leute. Es ist unfassbar eng. Und ein eindrucksvoller Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Das war eine sehr enge Entscheidung. Wir nehmen 26 Punkte mit. Ayrton nur 9. geworden, obwohl er von 8 gestartet ist. Ich hoffe, das wird sich dann auch die nächsten Rennen ändern. Das war nämlich wirklich Satz mit X. Das war gar nichts, Bro. 7 Zehntel haben uns da am Ende nur auf Max Verstappen gefehlt. Und mit der Strategie waren wir schnellste Rennrunden technisch auf jeden Fall in der Überzahl. Konstrukteurs-WM führen wir auch mit 3 Punkten an. Also alles, was wir uns vorgenommen haben. Ich weiß halt nur nicht, ob das dann auch bis ja fortan zur letzten Rennen so ausgehen kann und wird, denn die Konkurrenz ist wirklich ein Wahnsinn. Die sind wirklich unfassbar und ja, hoffentlich nicht unschlagbar. Das ja, hoffe ich auf jeden Fall nicht. Jetzt aber mal 27,9 Millionen haben wir noch am Konto. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen durchkaufen, um uns dann die nächsten Sachen freizuschalten. Wo werden wir unser Geld ausgeben? Die Frage werde ich mir jetzt auch noch stellen. Die Frage muss ich mir jetzt auch noch stellen vor allem. Und ja, da gucken wir jetzt mal rein. Ja, hier haben wir dann auch den Überblick. Aber mal unser Rivale Esteban Ocon, George Russell, Max Verstappen, alle waren stark. Aber gerade im Qualifying war Esteban Ocon unschlagbar. Deswegen werde ich jetzt mal den Esteban nehmen. Und ich glaube auch, dass der noch Potenzial hat, denn der Red Bull schaut mir unfassbar stark aus. Saudi-Arabien wird das nächste Rennen sein, da habe ich jetzt auch nicht allzu wenig versprochen. Und wir nehmen 2,3 Millionen pro Woche ein. Das ist wirklich stark. Abonniert gern kostenlos den Channel, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.